davon aus, linear, eine Linie, und wir haben irgendwo das A für den Anfang und das Z für das Ziel. So funktioniert häufig unser Denken. So funktioniert auch häufig unser Handeln. Ich werde das nachher auch noch ein bisschen belegen. Im Moment ist unheimlich schick geworden, sich Querdenker zu nennen. Ich finde, das ist eine ganz tolle Sache. Wenn ich Querdenker, mache ich auch eine lineare Bewegung, die quert das Ganze. Das nutzt nicht. Da hat das Denken nur die Richtung geändert, aber ich habe unterschiedliche Punkte, die ich eigentlich bedienen müsste. Ich habe hier Punkte, da Punkte, dort Punkte, dort. Die verschiedensten Punkte in einer Fläche, in einem Raum, in einem Umfeld. Überall sind Punkte und keine der Linien trifft diese Punkte. Trifft das Problem, trifft die Fragestellung, trifft dieses. Was also ist, wenn ich diese Punkte alle erreichen will? Das Ziel darf ich nicht außer Augen lassen. In Ihrem Fall, Sie sind im Vertrieb, für das Ziel immer verkaufen. Gewinnoptimierung. Dennoch habe ich Kunden, an die ich denken muss, an die ich, ja, die ich irgendwo da abholen muss, wo sie gerade stehen. Denn ich will möglichst viel hier erreichen. Und wenn ich nur linear marschiere, dazu werde ich Ihnen nachher auch noch ein kleines Geschichtchen erzählen. Ich habe auch mal auf der anderen Seite gearbeitet. Ich war mal Leiter Werbung und Produktentwicklung, nicht nur immer Künstler. Aber wenn ich mich hier bewege, dann bewege ich die Optimierung nicht. Also muss ich gedanklich anfangen zu wandern. Und ich gehe dann von Punkten zu Punkten und ich bewege mich nicht linear, auch in Schleifen über den gesamten Raum und versuche alles mitzunehmen gedanklich, um letztlich auch mein Ziel zu erreichen. Lange kommen. Und ich habe einen wunderbaren Raum bedient. In diesem Raum ist vieles. Und wenn ich mir diesen Raum jetzt so anschaue, dann erinnert mich dieser Raum an ein Gesicht, an einen Kopf. Und da wird schon klar, warum man nicht linear denken soll. Denn der Kopf ist rund, er ist rund, damit das Denken öfter die Richtung.